Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Star Wars Knights of the Old Republic 2. Uiuiui. Ja, das gibt eine Zockernacht bei mir. Bin schon beim dritten Part. Wir haben haufenweise Aufträge erledigt und jetzt werden wir mit Mandalore mal reden und schauen, ob wir genug Ehre, Respekt, als wir uns einfach... So. Meine Kopfhörer haben leichten Wackelkontakt, aber jetzt geht's. Ob wir genug Ehre haben, uns für würdig erwiesen haben. Ihr habt Brayler im Kampfzirkel besiegt? Dann habt ihr entweder großes Glück oder ihr seid zäher, als ihr ausseht. Kelborn hat mir gesagt, dass ihr mit ihm einige Späher im Dschungel besiegt habt. Er lobt euch in höchsten Tönen. Die Wache am Tor sagt, dass ihr einen Zackek getötet habt. Die Biester sind zäh, Jedi. Ihr habt euch dadurch einigen Respekt verdient. Ich habe im Dschungel eine Permaketladung gezündet. Das war nicht zu überhören. Gute Arbeit. Nach der Explosion musste ich mich mit einiger Boma erwerben. Das war zu erwarten. Sie mögen es nicht, wenn jemand in ihrem Revier Lärm macht. Habe ich mir schon bewiesen? Ihr seid hier inzwischen in aller Munde. Ihr habt euch besser geschlagen als erwartet. Eigentlich wollte ich morgen nach Izitz reisen. Yes, Leute! Aber ich ändere meine Pläne und bringe euch jetzt sofort hin. Von der Stadt kommt ihr nicht zu Ebonhawk. Wenn ihr noch etwas aus eurem Schiff braucht, holt es jetzt. Ich bin bereit zu gehen. Ich sage Zucker, dass er das Shuttle vor dem Start noch einmal überprüfen soll. Danach können wir aufbrechen. Was machen die Backbord-Stabilisatoren? Die sind funktionstüchtig, Mandalore. Alle Systeme sind einsatzbereit. Gut. Ich will, dass das Shuttle innerhalb einer Stunde nach Onderon aufbricht. Was wollt ihr? Ist alles bereit? Ich halte mein Versprechen. Warum? Wollt ihr einen Rückzieher machen? Meine einzige Sorge gilt der Person, die ihr nach Onderon eskortiert, Mandalorianer. Würdet ihr einem der Euren nicht den gleichen Dienst erweisen? Tut nicht so, als würdet ihr uns verstehen. Wir Mandalorianer sind eurem Volk weit überlegen. Wart nicht ihr es, die besiegt, gebrochen und in alle Winde verstreut wurden? Nicht mehr lange. Bald werden die Mandalorianer wieder stark sein. Stark und unter einem Banner vereint. Meinem Banner. Ah ja, der große Kreuzzug. Nachdem der erste von Revan und den Jedi beendet wurde. Eure Niederlage war gnädig, ein Echo des Endes. Als eure Schiffe brannten und von Malakor 5 zermalmt wurden. Aber daran muss ich euch sicher nicht erinnern. Ich war auf Malakor 5. Ich weiß, wie viele Jedi dort gestorben sind, um uns aufzuhalten. Egal, wie viele Tote diesen Planeten umkreisen, die Mandalorianer leben noch immer. Der Ordo-Clan lebt noch immer. Kex zum Beispiel. Er verdingte sich auf Nar Shaddaa als Söldner für die Hutten. Kelborn hatte für die Duros fremde Welten erkundet. Ich habe sie hergebracht, habe ihrem Leben einen Sinn gegeben. Die Galaxis wird wieder uns gehören, das verspreche ich euch. Das ist die Zukunft. Ach, die Zukunft ist ständig in Bewegung. Sie ist nur schwer vorherzusagen. Vielleicht gibt es kein neues Zeitalter, Mandalore. Keinen großen mandalorianischen Kreuzzug. Vielleicht hat euer Volk seine letzte Schlacht bei Malakor 5 geschlagen und liegt seitdem im Sterben. Es stirbt einen langsamen Tod, der Jahrhunderte dauert. Und vielleicht bleibt nur übrig, was vor mir steht. Ein Mann von einem Jedi verletzt, eingesperrt in seiner mandalorianischen Hülle. Gequält von dem Gedanken, der letzte Mandalorianer zu sein. Ihr seid mutig, so mit mir zu reden. Vermutlich denkt ihr, euer hohes Alter und euer Jedi-Freund werden euch vor mir schützen. Nein, Mandalore, ihr irrt euch. Ich hoffe, dass ihr meine Begleiterin schützt. Ihr seid loyal und ihr habt vielen Meistern gedient. Seid ihnen sogar in die Dunkelheit gefolgt. Fragt ihr euch, wo er jetzt ist, Mandalore? Warum er euch eure Befehle gab und anschließend am Rande der Galaxis zurückließ? Woher wisst ihr das? Ich weiß viele Dinge. Und ich kann die Frage beantworten, die in euch brennt, Mandalore. Aber das hat seinen Preis. Ihr müsst meinen Begleiter beschützen. Er ist mir wichtig. Wichtiger als alles andere. Zeigt dieselbe Loyalität, die ihr in der Vergangenheit gezeigt habt, Mandalore. Wenn es einen Kreuzzug geben soll, dann doch für etwas, das die Erinnerung an euer Volk in die Zukunft trägt. Damit nach dem Untergang der Mandalorianer wenigstens ihre Ehre überlebt. Mein Begleiter ist eurem Weg gefolgt. Ich bitte euch nur, diese Gemeinsamkeit zu bedenken, wenn das Ende naht. Selbst wenn es scheint, dass es sonst nichts mehr gibt.
Tja. Vergesst die Jedi. Behaltet lieber sie im Auge. Eins, zwei, drei. Oha, was geht denn hier ab? Mandalorianer, wir haben Besuch. Getarnte Ziele sind in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Das sind Sith-Krieger. Was machen die hier? Wartet. Ich spüre eine Störung im Lager. Unser Feind hat uns aufgespürt. Ich habe sie nicht so bald erwartet. Wie sie wohl hierher gefunden haben. Jedenfalls müssen wir sie alle töten. Keiner von ihnen darf entkommen. Unser Aufenthaltsort muss geheim bleiben. Lasst uns in die Schlacht eintreten. Ja, nun denn. Unsere Verbündeten brauchen unsere Hilfe. Let's go. Oh, ich bin Leveler. Oh, was geht denn hier ab? Ja, ich nehme die beiden wieder mit. War ja klar. Oh. Yes, okay, und los geht's. Dann räumen wir mal auf ein bisschen. Der hat ja gar keine Chance, wenn 10 Leute auf den drauf knallen. Ja, ja, komm, die schaffen den. Ah. Der Ärger scheint euch auf Schritt und Tritt zu folgen. Es ist wohl besser, wenn wir beide sofort nach Hitzitz aufbrechen. Holt euer Gepäck. Meine Männer beseitigen dieses Chaos. Und die anderen bleiben hier, oder was? Ah, ich darf einen mitnehmen. Hm. Ja, ich nehme. Ich glaube, ich nehme trotzdem Kreia mit, oder? Na, ich nehme Visas mit. Waklu sagt, das Schiff der Republik hätte zuerst angegriffen, aber das ist Wahnsinn. Leider werden die Leute diesen Wahnsinn. Oh, das ist der Jedi-Meister. Lüge hin oder her. Ausgerechnet jetzt. Eine Raumschlacht über uns. So viele unserer Jäger zerstört. Seltsamerweise waren nur Tobins Männer in den Kampf verwickelt. Dieser Schutter. Das sind harte Worte, Eure Majestät. Aber solche Nachrichten kommen immer zur falschen Zeit. Wir sollten mit unserem Plan fortfahren. Aber treibt das Waklu nicht noch mehr Anhänger in die Arme? Würde ihn das nicht stärken? Vielleicht. Aber nicht er ist die wahre Bedrohung, sondern seine Helfer, die im Schatten bleiben. Sie sind es, die wir ins Licht zerren müssen. Dann und nur dann können wir zuschlagen. Ich fürchte nur, dass es dann zu spät ist. Okay. Wir sind jetzt in Itzits Raumhafen. Da wären wir. Das ist Itzitz. Seit Monaten ist die Stadt abgeriegelt. General Waklu steht kurz davor, das Kriegsrecht auszurufen. Wir können nicht allzu weit in die Stadt hinein. Nun denn? Glücklicherweise habe ich einen Freund in diesem Stadtteil. Dagan Gant, ein Arzt. Seine Praxis ist auf der anderen Seite des Marktplatzes. Dann werden wir aber zuerst mal zu Dagan Gant anscheinend gehen. Am besten übernehmt ihr das Reden. Die Leute auf Onderon stehen uns Mandalorianern mit gemischten Gefühlen gegenüber, seit wir ihre Welt erobert haben. Nun denn.
Ho, Leute. Okay, haben wir ein paar Kräfte neue. Ah, dieses Machtrennen. Ah, man kämpft auch schneller dann. Das, nö, dann finde ich das geil. Sorry. Dann finde ich das geil. Oh, der ist ja ganz schön böse hier. Sprengstoff, Bewusstsein, Sicherheit. Okay. Dem Mandalor werde ich auf jeden Fall... Ja, ja. Schusswaffen geben. So richtig auf Stärke. Ah, wieso mache ich Verletzte heilen? Der heilt doch überhaupt gar nicht. Schwere Rüstung. So. Oh, Leute, das muss ich jetzt alles machen hier. Geben wir dem mal ein bisschen Sprengstoff. So. Boah. Ich glaube, der haut trotzdem richtig rein, habe ich das Gefühl. Nee. Okay. Was wollen wir denn noch machen? Ja, so. Ha, der hat er immer noch. Sonst müsst ihr da halt schnell ein bisschen vorspulen. Ah, ich habe gar keinen Punkt mehr. So. Talente. So, sehr schön. Was hat denn der für Ausrüstung? Oh. Den kann ich ruhig ein bisschen mehr ausrüsten. Ah, den gehe ich noch. Nahkampfschild. So. So. 4 bis 14. Öh, ich habe noch ein Lichtschwert, sehe ich gerade. Schauen wir gleich mal nach. Wo auch immer ich das hier habe. 4 bis 14. 3 bis 14. 4 bis 14. Ah, ich lasse dem das. So, wie stark ist denn das Schwert? 2 bis 20. 3 bis 1. 3 bis 21 Schaden. 2. Okay. Joa, egal. Jetzt hat die wenigstens auch ein Laserschwert. Wir speichern noch schnell ab mal. So. Sehr schön. Und los geht's. Ist wohl schon eine Weile her, dass ihr hier gelandet seid, was? Die Sperre hat sicher auch an eurem Gewinn geknabbert. Ihr seid ein Mensch, nicht wahr? Oha. Euer Gesicht sieht... Schon gut. Es muss schwer sein, Leute zu transportieren, wenn keiner weg darf. Die Blockade war eine üble Sache für uns alle. Gibt es Neuigkeiten über die Blockade? Nichts Neues. Unsere Raumstreitkräfte sind seit der Schlacht in der Umlaufbahn in höchster Alarmbereitschaft. Alle sind ziemlich nervös. Alle Schiffe der Republik müssen durchsucht werden. Die Verspätungen treiben die Piloten schon in den Wahnsinn. Und seit die Republik unsere Raumstreitkräfte beschossen hat, geht alles noch langsamer. Üble Sache, das ganz üble Sache. Und es wird noch schlimmer. An eurer Stelle würde ich mich ganz schnell aus dem System verdrücken, mein Freund. Wir sind keine Freunde. Ihr scheint keine Handelswaren geladen zu haben, also ist die Inspektion eine reine Formalität. Hier ist euer Raumhafenvisum. Passt gut darauf auf. Die Dinger sind zurzeit unbezahlbar. Was ist denn unbezahlbar? Warum? Wenn ihr den Planeten verlassen wollt, braucht ihr ein Raumhafenvisum. An die kommt man aber nur sehr schwer ran.
Es gibt ziemlich viele Leute, die sich aus dem Staub machen wollen, bevor sich die Lage weiter zuspitzt. Kann ich jetzt gehen? Sicher. Vergesst nicht, was ich euch über das Raumhafenvisum erzählt habe. Ich kenne einen Captain, den sie nicht mehr in den Raumhafen lassen. Interessant, interessant. Du hast erfahren, dass viele Leute ein offenes Raumhafenvisum brauchen, um anderen zu verlassen. Du darfst dein Raumhafenvisum nicht verlieren, sonst kannst du auch anderen nicht mehr verlassen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Marktplatz und treffen mit diesen Grant, Dagan Grant, genau. Ah, Tiere. Gut, wollte nur die Karte hier schon einmal erkundet haben. Halt, Außenweltler! Bevor ihr in die Stadt dürft, müsst ihr ein paar Fragen beantworten. Was wollt ihr in Izitz? Macht überreden, ich denke nicht, dass das euch etwas angeht. Ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. Wo ihr schon dabei seid, redet ihm ein, dass er uns nie gesehen hat. Das könnte praktisch sein. Seid vorsichtig. Manipulationen des Geistes bleiben nicht ohne Folgen. Sie rufen ein Echo in der Macht hervor und könnten unsere Gegenwart vorzeitig verraten. Es geht mich nicht nur nichts an, ich weiß auch nicht, warum ich euch aufhalte. Sehr gut. Ihr müsst mich nie wieder etwas fragen. Ihr habt recht. Meine Fragen sind sinnlos und vergeuden nur eure Zeit. Verzeihung, ihr könnt gehen. Verliert euer Raumhafenvisum nicht, sonst kommt ihr hier nicht mehr weg. Das zu skillen hat's echt gebracht, Leute, glaube ich. So, jetzt sind wir... Wo sind wir denn jetzt hier? Im Händlerviertel. Bitte, Captain, helfen Sie mir. Meine Kinder und ich müssen Onderon unbedingt verlassen. Haben Sie offene Raumhafenvisa? Das ist euer Problem, nicht meins. Geht mir aus dem Weg. Leute, ey, wir sind dunkle Meisterschaft plus 1 bis 8 Schaden. Yeah. Ganz cool. So. Leute, zu geil. Von da sind wir gekommen. Ein paar Geschütztürme. Okay. Okay. Was ist hier? Die Zeit wird kommen, da sich die Königin dem Willen des Volkes beugt. Die Republik hat uns nichts als Krieg und Tod gebracht. In den 50 Jahren, die wir ihr angehören, haben wir mehr Kriege erlebt als in den Jahrtausenden zuvor. Unterstützt General Vaklu in seinen Bemühungen, ihr die Augen zu öffnen. Wir brauchen die Republik nicht. Sie aber braucht unsere Ressourcen, unsere Welt, unser Blut. So viel haben wir gegeben und nichts haben wir bekommen. Die Republik ist schwach. Sie zerfällt. Ihre Jedi, deren gefallene Brüder uns so viel Leid beschert haben, sind zerschlagen! Lasst uns die erste Welt sein, die ihre Zukunft in die eigenen Hände nimmt! Seid ihr auf meiner Seite! Das geht mir nichts an. Das hier ist nicht meine Heimat. Verschwindet, Außenweltler! Wow, du redest mit mir! Meine Worte sind für die Söhne und Töchter Onderons bestimmt! Ihr plündert nur weiter unsere Welt! Und was haben wir davon? Verschwindet! Jetzt ist aber Schluss, Polla! Wenn du so weitermachst, wirst du interniert! Das grenzt an Hochverrat! Ihr könnt mich nicht für immer zum Schweigen bringen, Soldat! Aber für heute gehe ich in Frieden! Okay. Wir müssen jetzt zum Marktplatz, stimmt's? Schnell mal ein bisschen Tempo reinhauen hier. Wir müssen zum Marktplatz. Wo ist denn der? Wer bist du denn? Ich hätte Arbeit für euch. Sehr gut bezahlte Arbeit. Worum geht es?
Ich bin eine Anhängerin General Vaklus. Das Händlerviertel ist nicht nur finanziell gesehen ein wichtiges Gebiet, sondern auch aus strategischen Gründen. Es ist eines der wenigen Viertel, das direkt mit dem Palast verbunden ist. Die Königin und ihre Berater wissen darum und haben dafür gesorgt, dass alle Offiziere des Viertels Talia treu ergeben sind. Das ist für Vaklo nicht unproblematisch. Wenn ihr dafür sorgt, dass sie aus dem Dienst entfernt werden, bekommt ihr eine großzügige Belohnung. Ja, dann. Was bekomme ich dafür? Für jedes Problem, das ihr löst, gebe ich euch 2500 nicht Credits. Schlecht. Außerdem gewinnt ihr dadurch die Gunst einiger einflussreicher Leute. Wir könnten euch das Leben hier deutlich erleichtern. Wie entferne ich sie von ihrem Posten? Ihr könnt sie nicht einfach töten. Die ganze Stadt wäre hinter euch her, wenn ihr die Kontrollpunkte angreift. Ihr müsst subtil und geduldig vorgehen. Ihr müsst sie nicht töten. Hauptsache, sie verlieren ihre Posten. Na gut. Ich gehe dann jetzt. Diese Frau arbeitet für Vaklu. Die Königin ist unfähig. Wir sollten lieber Vaklu helfen. Sehe ich auch so. Ihr habt recht. Aber ich habe kein Interesse daran. Was? Ihr habt recht. Aber ich habe kein Interesse daran, der Königin zu helfen. Wenn wir Anda helfen, können wir Vaklu vielleicht überzeugen, dass wir keine Feinde sein müssen. Ah, genau, das sehe ich auch so. Ich mache es wie auf, Gott, wie heißt denn der? Kawanabota Ayuka Taigwa Kankidora. Yasora Ku Tuka Ulwanji Yumalitwa. Shanek Mawinbok Lelenko Sobaramwe. Dahupa, Bosa Kurata, Go Jujutu Yoki. Hiata yamba wajiaki yukito tune. Kavadumba munsuru kuplalia wa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanji yuma. Mogachi norta hirembe wanachi. Kaki mogo grabo. Drum pabanakaras mangra. Kralala vadumba kumpaile mokata. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Ta yaita ta bosananansata. Ich weiß nicht viel über General Vaklu. Tvaracho mon sincho mencho barawamba. Machidos! Anches klilim sol nigi machunachi! Moloda nawinki sa! Also die beiden streiten anscheinend. Der eine ist auf der Seite der Königin und der andere ist vom General Vaklu auf der Seite. Das sind diese zwei Parteien, die es hier gibt. Yunta tanga kinamatura. Ta yaita ta bosananansata. Banines soko kran. Mogachi norkata. Okay, Vaklu würde anscheinend einen Krieg beginnen, nur um die Königin zu verdrängen. Das ist ja genau in unserem Interesse. Es hätte weitreichende Konsequenzen, wenn sich Ondoron von seiner Königin abwendet. Ich will da nichts mit zu tun haben. Ja, die gehen jetzt in die Kantine und wollen da weiter diskutieren. Sollen sie doch machen. Aha, zeig mal her. Zur Rampe hat nur Militärpersonal Zutritt. Haltet euch von dort fern, Außenweltler. Wer seid ihr? Ich bin Captain Bostuko. Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren in der Armee von Ondoron. Das heißt, dass ihr während der Mandalorianischen Kriege hier wart, richtig? Ich war Soldat, als die Mandalorianer unsere Welt einnahmen und kämpfte im Widerstand. Als wir sie von Ondoron vertrieben hatten, diente ich 10 Jahre lang am Wall. Ihr meint, nachdem die Jedi die Mandalorianer von Ondoron vertrieben hatten? Einem Ondoronianer sind die Mandalorianer nämlich noch nie gewichen. Diese Meinung könnte man euch auch als Verrat auslegen. Ondoron war in den letzten Tagen des Krieges Schauplatz vieler Kämpfe. Ohne General Vaklu wäre die Republik untergegangen. Was haltet ihr von General Vaklu? General Vaklu ist mein Vorgesetzter und ich respektiere die Befehlskette. Er hat den Widerstand organisiert, als die Mandalorianer unsere Welt zerstörten. Was ist das für eine Rampe? Die Himmelsrampe führt zur Festungsmauer. Und diese Rampe hier führt direkt zum Palast. Zivilisten dürfen sie nicht betreten. Macht überreden. Lasst mich durch. Ich muss zum Palast. Ich werde... Nein, ihr dürft nicht weiter. Seine Loyalität ist unerschütterlich. Mann, ich will da rein. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg, euer Ziel zu erreichen. Ihr solltet lieber weitergehen, Außenweltler, bevor ich die Geduld verliere. Überreden, ich will euren Vorgesetzten sprechen. Ich habe hier das Sagen, Außenweltler. Ich hab das so hochgeskillt. Hetze ich euch binnen Sekunden die ganze Garnison auf Izitz an den Hals. Ich habe eine wichtige Mission und muss jeden
im Palast treffen. Jemanden im Palast treffen. Das wird nicht gehen, Außenweltler. Der Palast ist abgeriegelt. Ich muss da rein. Nur autorisiertes Personal darf noch hinein. Ich will euren Vorgesetzten sprechen. Ich habe hier das Sagen, Außenweltler. Wenn ihr Ärger macht, hetze ich euch binnen Sekunden die ganze Garnison auf Izitz an den Hals. Okay. Ich gehe dann jetzt. Also wir kommen hier nicht rein, nicht mal mit der Macht. Okay, dann gehen wir mal. Geht's hier zum Marktplatz? Na, easy. Ja, doch hier irgendwo. Das sieht aus wie Kopfgeldjäger. Ja, das sind Kopfgeldjäger. Die wollen uns angreifen. Die dummen Leute. Ach, schwächlich. Ich finde das armselig, Leute. Ganz ehrlich. Let's go. Eine Schwäche wird offenbar. Ich kämpfe jetzt viel schneller, da ich diesen Geschwindigkeitsschub habe. Wer will zuerst sterben? Davon habe ich noch mehr. Yes! Bastard, Alter, wirft einfach eine Granate. Sehr schön. Haben die irgendwas fallen gelassen noch? Der noch. Sehr schön. Da liegt Blut am Boden. Gauner. Müllhaufen. Ich bin 1B8D, ein automatischer Druidenverkäufer. Ich führe hochwertige Druidenkomponenten. Keine Rabatte, kein Falschen. Sind Sie an meinen Waren interessiert? Ja, bin ich. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Vielleicht hat er... Ah, guck mal hier. Für unseren guten Druiden. Sehr schön. Hier. Ein Arzt namens Dagan Grant. Seine Praxis befindet sich auf der anderen Seite des Viertels. Nun denn. Das ist Dagan Grants Haus. Er ist zwar kein sonderlich guter Arzt, aber er hat viele Verbindungen in dieser Stadt. Im Moment scheint er aber nicht da zu sein. Suchst du Dagan? Den findest du hier nicht. Wo ist er? In der Kantina wurde ein Captain der Soldaten getötet. Sie halten ein paar Verdächtige im Turm fest. Dagan Grant soll auch dabei sein. Der Turm? Der Geschützturm auf der anderen Seite des Marktes. Rede mit Captain Reacon. Danke für die Information. Du kannst ihm ausrichten, dass ich seine 20 Credits habe. Okay. Du hast herausgefunden, dass Mandalore Kontaktmann in Izitz bezüglich eines Mordes... Also dieser Dagan Grant, den wir suchen, der ist des Mordes verdächtigt worden. Rede mit Captain Reacon am Luftabwehrgeschütz. Er weiß sicher mehr. Okay. Dann gehen wir mal auf zum Luftabwehrgeschütz. Oh. Noch mehr Kopfgeldjäger.